Ich habe heute Morgen gekündigt. Warum? Liest du keine Nachrichten? Werden deine Übersprungshandlungen dort auf Seite 3 erklärt? Ich fahre zu meiner Tante. Nach Mosul. Nicht dein Ernst. Ey, du kannst nicht dorthin fahren. Du musst sie hierhin holen. Die würde nicht kommen. Ich habe dir doch von ihr erzählt. Sie trägt jetzt immer öfter ihre Kleider. Und wenn sie andere auf der Straße sieht, die sich zwischen Schutt und Staub herausgeputzt haben, dann nickt sie ihnen zu. Und so ist diese Idee entstanden. Ja, ich werde mit meiner Tante und ein paar anderen an einer Modekollektion arbeiten. Ja, großartige Idee. Aber haben die da nicht gerade andere Probleme? Ja, gerade deswegen. Design statt Uniform. Geschmack statt Waffen. Wir werden ein neues Bild von Kurdistan entwerfen. Eins, das ohne Leid und Gewalt auskommt. Und das die Schönheit der Kultur zeigt. Und so wird aus dem Ich ein Wir. Das ist Ursprungskitsch. Kann sein, du fühlst dich leer oder schuldig hier, aber das ist ein reines Luxusgefühl. Du kennst deine Tante doch nicht mal. Ja, gerade deswegen. Hört mal, ich find's auch unheimlich, in ein Kriegsgebiet zurückzukehren, aber ich muss meine Tante endlich kennenlernen. Ja, die hat nicht aus Versehen oder aus Feigheit Kinder bekommen, so wie meine Mutter. Die bleibt nicht bei einem Versager, nur weil man das so macht, als gute Frau. Ich will diese Frau kennenlernen, die die Familie verlassen hat, ohne wegzugehen. Jedenfalls verschwende ich keine Zeit mehr damit, Farben für irgendeinen geldgeilen App-Entwickler zu entwerfen. Du kennst das Land nur aus den idealisierten Erinnerungen deiner Eltern. Das nennst du zurückkehren, du warst 8. Was weißt du darüber, wie es ist, sich überall fremd zu fühlen? Ja, vielleicht habe ich eine gesunde Außenperspektive. Du hast keine Außenperspektive, du hast nur Angst. Hat deine Familie dir Druck gemacht, dass du... Bist du wirklich so voller Klischees? Nach dem Gespräch am Telefon gerade eben. Klar, hofft meine Mutter, dass ich da einen Mann finde. Der hast es also erzählt? Ja, sie ist meine Mutter. Ja, aber wie kannst du dorthin wollen? Habe ich dir was getan oder Laura? Natürlich nicht. Und wenn ich dich bitte zu bleiben? Ey, was muss ich tun, damit du hier bleibst? Ich muss das einfach machen. Verstehst du? Ja, du hast recht. Familie ist heilig. Also, schließ die Augen, Kinder. Na. Beten wir für diese Mütter und das, was sie nicht geschafft haben. Sie haben sich nicht umgebracht, obwohl Mutter Maria ihnen persönlich dazu geraten hat. Sie haben sich nicht wegbomben lassen, obwohl das einfacher gewesen wäre, als für immer entwurzelt zu sein. Sie haben ihre Karriere nicht für ihre Kinder aufgegeben, obwohl man das so macht, als alleinerziehende Frau. Für die Mütter, die viel zu selten anrufen. Für die Mütter, die viel zu oft anrufen, damit wir sie beschimpfen können. Für die Mütter, die alles falsch machen, aber die immer da sind, damit sie unsere geballte Verachtung abbekommen können. Jedes Kind sollte die Fehler seiner Eltern irgendwann vergeben können. So wie dir diese Pflanze vergibt, dass du sie nicht gegossen hast. Niemand sucht sich aus, das Kind seiner Eltern zu sein. Sie haben entschieden, einen zu bekommen, da muss man gar nichts verzeihen. Ja, wenn das nicht geplant war? Man kann nicht alles im Leben kontrollieren. Es ist immer noch deren Problem. Im Zweifel können sie abtreiben. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Es ist illegal abzutreiben, auch in Deutschland. Kannst du mal meine Pflanze in Ruhe lassen? Die Abtreibungen sind vielleicht nicht legal, aber immerhin straffrei. Die kommt sowieso weg. Du willst sie einfach sterben lassen? Es ist völlig in Ordnung, wenn man sich gegen ein Kind entscheidet. Weil es der falsche Zeitpunkt ist, der falsche Typ oder weil man vielleicht einfach keine Kinder haben will. Nicht jetzt, vielleicht nie. Und da hat kein Gott was mit zu reden, kein Mann, niemand. Ja, und was kann das Kind dafür? Oder diese Blume? Es ist halt kein Kind. Es ist nur ein Zellklumpen. Das ist Sünde, so zu denken. Glaubst du diesen religiösen Schwachsinn wirklich? Ich könnte das nicht. Was? Abtreiben. Ja, dann immer schön aufpassen, wenn du und Paul Biene und Blümchen spielt, hä? Das ist es ja. Irgendwie habe ich... Ja.
bin schwanger. Es war aus Versehen. Ach, das macht's jetzt nicht besser. Kannst du nicht einmal aufpassen? Ey, ich habe die Pille immer genommen. Das wäre mir doch aufgefallen, wenn eine aus der Packung gefehlt hätte. Manchmal liegt das einfach nicht in unserer Hand. Und ein höherer Wille... Ah ja, jetzt ist Gott daran schuld, dass du nicht richtig verhütet hast. Ach ja, der gute alte Glaube. Immer wieder dazu fähig, aus Scheiße Bonbons zu machen, ja? Laura nimmt die Pille doch auch und der würde sowas einfach nicht passieren. Anders als du hat sie nämlich immer ihren verdammten deutschen Kulturbeutel dabei und ihr scheiß Leben im Griff. Nein, nicht immer. Heute hat sie... Ja gut, hat sie ihn eben einmal vergessen, aber du kriegst grundsätzlich nichts auf die Reihe. Als du dir neulich meine Zahnbürste geliehen hast, da hast du gesagt, dass wir die gleiche Pille nehmen. Hast du dir da eine aus meiner Packung genommen? Ich sollte mir doch immer alles nehmen, was ich brauche. Das ist jetzt nicht wahr. Aber ich habe dir doch gesagt... Nein. Du hast ja gesehen, wie... Nein! Okay, das war vielleicht ein Moment von 5 Sekunden. Eine von uns beiden hat nicht richtig aufgepasst. Kann sein, ich habe nichts gesagt. Kann sein, du hast nicht richtig zugehört. Wer weiß das schon? Ich weiß es. Jetzt stürzt du dich auf eine Gewissheit, die du erst seit eben hast und hoffst, dass sie jetzt alles leichter macht. Aber vielleicht machst du dir einfach wieder nur die Welt, wie sie dir gefällt. Hm? Du bist so feige. Okay, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann gehe ich gerne vor dir auf die Knie und bitte dich um Vergebung für schwammige 5 Sekunden. Hm? Findest du das gerade lustig? Ich möchte, dass du dich entschuldigst. Dass du irgendwas Hilfreiches tust und nicht diese zynische Scheiße, dass du wenigstens versuchst, es wieder gut zu machen. Okay, hör zu. Ich bin doch da. Okay? Ich helfe dir. Was soll ich tun? Kannst du den Topf da gießen? Ernsthaft? Ja. Warum erzählst du uns das eigentlich erst jetzt und nicht gleich, als du es erfahren hast? Vielleicht brauchte ich erstmal einen Moment. Außerdem wusste ich ja nicht, dass du abhauen willst. Ja, hier, genau das meine ich. Was meinst du? Ja, dass du mich damit erpressen willst. Jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen, nur damit du keins haben musst, wenn du mich hier damit alleine lässt. Mann, Paul ist der Vater, nicht ich. Hört mal. Ja, du hältst dich da raus. Wow. Heifer, ich brauch dich hier. Wir beide, wir reden erst wieder, wenn du dich beruhigt hast. Wir reden jetzt! Geh bitte. Haifa! Gut. Dann gehe ich eben. Ich muss eh noch ein paar Sachen besorgen. Nee, das kannst du nicht. Fass mich nicht an! Und so willst du dich jetzt verabschieden? Ja, ich habe mir das auch alles ganz anders vorgestellt. Ja, wann fliegst du überhaupt? Morgen. Was? Pass auf dich auf. Ja, und du pass auf sie auf. Ich lass dich nicht gehen. Jetzt sei nicht albern. Bleib hier. Geh da weg!